Herr Zitzmann, Sie haben die meiste Zeit Ihres Lebens, wenn man mal die nächtlichen Ruhezeiten ausklammert, in der Sparkasse verbracht. Und jetzt mit zarten 62 Jahren, nach 45 Jahren Sparkassenfamilie, geht es ans Ende zu. Haben Sie ein bisschen die Angst vor dem Heimatverlust? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja ein Gewächs dieser Heimat, dieser Region. Und insofern habe ich natürlich jetzt hier Wurzeln. Und die sind sehr, sehr tief und sehr vielfältig und sehr breit. Ich habe da keine Sorge, dass ich irgendwo jetzt zu Heimatlosigkeit entwickeln könnte. Nein. Bevor wir an die unsichere Zukunft denken, versucht man erstmal in die gesicherte Vergangenheit ein paar Stationen abzudecken. Ist Ihnen das Bankfach in die Wiege gelegt? Also es gibt ja Familien wie die Fuggers, wo man sagen kann, da ist die glänzende Zukunft vorprogrammiert. Also das war in meinem Lebensweg sicherlich nicht vorprogrammiert. Es gibt also hier keine tiefen Verbindungen. Es gab zwar in der Kindheit und Jugend immer wieder mal Menschen, die mich begleitet haben, wo wir über Berufswege, über diese Dinge diskutiert haben. Und da war schon mal so ein Aufblitzen in die Richtung, wo da einfach der Hinweis war, könnte interessant sein, wäre was. Das war aber, wenn man jetzt mal 45 Jahre zurückgeht, eine völlig andere Zeit. Und aus diesen Diskussionen mit fast väterlichen Freunden, väterlichen Wegbegleitern, ist so diese Idee entstanden. Das war im Kloster dann? Das war unter anderem auch im Kloster, war aber schon als Kind. Ich war da immer sehr, sehr aufmerksam, wenn bei uns in der Familie am Tisch Besuch da war. Und da war unter anderem auch jemand aus Weiden, der damalige Eigentümer des Sanitätshauses Kemmler. Der war bei uns am Tisch und hat dann so ein bisschen philosophiert über seine Lebenserfahrung. Und da saß Ludwig mit am Tisch und hat sich da vieles angehört. Und auch vielleicht verinnerlicht und ein bisschen eingegraben nach dem Motto, ja, schaust du dir mal in Zukunft vielleicht an, auch wenn es nicht ganz so bewusst war. Sie haben erzählt, dass Ihr Vater eine kleine Landwirtschaft hatte. Ja. Wäre da nicht auch die Genossenschaftsbank eine Richtung gewesen, wo ja viele Landwirte organisiert sind? Da kam noch dazu, unsere Nachbarin war bei der Sparkasse. Wir hatten auch da entsprechende Verbindungen zu Bleistein. Und darum war es konsequent, dass ich dann in der Sparkasse im Landkreis draußen, also Eschenbach-Neustadt-Frohnstraße, meine ersten 11 Jahre erleben, mich bilden, mich weiterentwickeln durfte. Sie haben sich vor geraumer Zeit für eine Reform der Bankausbildung ausgesprochen in Richtung Digitalisierung. Wir haben heute mit ganz anderen Themen zu tun, bezahlen mit Handy, Kryptowährungen, vielleicht auch die Konkurrenz mit den Direktbanken. Wie war denn, als Sie mit 17 Jahren dann in die Sparkasse eingetreten sind, so das Bild vom Banker? Das Bild vom Banker war sehr honorig. Es war ja der König der Kaufleute, wo die uns damals auch artikuliert, war auch so. Wir waren klassisch unterwegs mit Belegen, mit Zahlungsverkehr. Das war so im Grunde genommen diese gute alte Zeit der Interaktion in den Geschäftsstellen, wo wir ganz, ganz anders agierten, technisch auf einem Niveau, das man sich heute kaum noch vorstellen kann, das viele gar nicht mehr kennen, mit Belegen, die man aufsaldiert hat, mit Lochkartensystemen, mit Magnetbändern, also eine komplett andere Welt. Und so diese komplette Technisierung, die durfte ich ja miterleben, mitgestalten und auch mitentscheiden. Wenn man vom Image der Bankensprecher fällt, fallen immer relativ viele negative Medaillen ein. Ackermann-Victory-Zeichen, die Peanuts von Coppers, die Lehman Brothers-Pleite, vor allem auch dann die Bankenrettung, systemrelevante Banken, trotz der relativ riskanten, spekulativen Geschäfte. Wie gehen Sie mit dieser negativen Imagebildung in diesen Jahren um? Und würden Sie sagen, dass die Sparkassen, also die regionalen Hausbanken sozusagen, die andere Seite des Spektrums verkörpern? Ich kann jetzt nur für uns und für unser Haus und für meine Entscheidungen reden. Wir waren immer, auch in diesen schwierigsten Zeiten, die es ohne Zweifel gab, wo wir auch tangiert waren, durch verschiedenste Mechanismen. Klar, wir haben die Landesbanken, da gab es ja auch einiges, was dann initiiert werden musste. Wir haben uns immer, auch in den Zeiten ab 2004, wo wir fusioniert waren, in das Kundengeschäft orientiert.
das war für uns Credo, das ist für uns selbstverständlich, das ist unsere ureigenste Genetik-DNA als Sparkasse, sich um die Kundinnen und Kunden zu kümmern und auch hier objektiv zu beraten, nicht nur um des Ertrags willen, um des Absatzes willen, Dinge vom Zaun zu brechen, die man mit offenen Augen eigentlich nicht tun sollte. Wir haben natürlich auch einen Punkt. Ich bin hier in Weiden zu Hause und ich bin über all die Jahre, wo ich hier Verantwortung trage, gerne durch die Stadt gegangen. Ich werde es auch zukünftig tun, auch in dem Bewusstsein, hier haben wir Dinge objektiv und für den Kunden, zum Wohl der Kunden, der Unternehmen, der Wirtschaft hier getan und nicht um den eigenen Ertrag oder das eigene Thema so nach vorne zu bringen. Das war nie unser Antritt und das ist auch dann ein Stück weit anders, als man eben dann in diesen Strukturen erlebt, die Sie jetzt gerade erwähnt haben. Wir sind ja für die Bürger, für die Region da und das brauchen wir gar nicht. Wir wollen interagieren. Und im Gegenteil, das ist jetzt was, wo wir sagen, ja, wir müssen erfolgreich sein, zum Wohle auch unserer gesamten Strukturen. Aber das darf nicht dazu führen, dass man abgehoben und irgendwo in eine Richtung sich entwickelt, die uns eigentlich wenig zu Gesicht stimmt, vielleicht auch gar nicht zusteht. Jetzt gehen wir mal aus der Sparkassenfamilie kurz mal raus. Eine kleine Fangfrage, wenn ich richtig gerechnet habe, haben Sie vor 33 Jahren ein goldenes Ereignis erlebt, das einen Einschnitt bedeutet. Wie hat es Ihr Leben verändert? Also, wenn Sie auf Aurelia, meine Frau, ansprechen, dann habe ich wirklich hier ein goldenes Ereignis. Aurelia ist ja schon vom Namen her die Goldene abgeleitet. Ja, ich bin froh und sehr froh, dass ich Aurelia an meiner Seite habe, die als Bankkauffrau vieles von dem, was ich jetzt in den letzten Jahrzehnten so entwickelt habe, bei mir verstand, die mich auch begleitet hat, die immer da war, auch in schwierigen Zeiten und die sich dann auch wunderbar um die Kinder gekümmert hat, wenn der Papa wieder mal nicht da war. Und von daher ist es wie von einer Medaille die zweite Seite und ohne Aurelia wäre ich wahrscheinlich heute nicht da, wo ich heute bin. Das darf ich uneingeschränkt sagen. Da bin ich sehr froh, dass das jetzt auch so begleitet wurde. Und es ist ja doch häufig mit Abwesenheiten, mit vielen, vielen Themen verbunden. Aber auch mit Veranstaltungen, wo wir gerne gemeinsam hingehen und gegangen sind, wo wir sagen, ja, das ist für uns selbstverständlich, unterwegs zu sein in der Bevölkerung oder bei Veranstaltungen miteinander zu sein. Und das haben wir bewusst miteinander gemacht. Also. Die Sportförderung der Stadt und auch der Sparkasse spielt einen gewissen Beitrag damit ein? Ja, die spielt einen sehr großen Beitrag mit ein. Und da bin ich dankbar als Vorsitzender und möchte mich auch bedanken im Namen des FC Weiden Ost für die große Unterstützung. Wir haben ich stelle mal zwei Großprojekte heraus, die wir in den letzten Jahren vollbracht haben. Mithilfe der Sportförderung der Sparkasse mit dem Herrn Sitzmann. Und da muss ich mich wirklich beim Herrn Sitzmann bedanken, der uns immer an der Seite steht, der uns immer hilft dabei. Unser C-Platz, dieser Kleinfeld. Die Kids können hier trainieren, Fußball spielen, von den Mini-Kickers bis 13 Jahre. Und unser Vorzeigeprojekt, das jetzt nächsten Samstag fertiggestellt wird, eine Soccer-Arena, das ist ein Kleinfeld mit Kunstrasen rundum, mit Bande. Und da haben wir einen guten Zuschuss gekriegt von der Sportförderung, allen voran wieder durch den Herrn Sitzmann. Und da bin ich alleine im Verein, könnte man das beileibe nicht stemmen. Und da bin ich immer froh, wenn ich die Sportförderung hinter mir sehe. Hallo, mein Name ist Uwe Fanke, ich bin der Abteilungsleiter der Weiden Vikings, der Footballer der Weiden Vikings und wir stehen vor der Halle des Augustinus-Gymnasiums, wo gerade oben unser Training läuft. Wir bereiten uns auf die neue Saison vor, jetzt zurzeit in der Halle bei dem schlechten Wetter und ja, nächstes Jahr
Landesliga mit unserem Ziel, in die Bayernliga aufzusteigen. Und warum wir hier sind, auch mit den Trikots, die wir jetzt hier sehen, ist mit einem Crowdfunding mit Hilfe der Sparkasse realisiert worden. Das waren unsere Heimspieltrikots und wird es nächstes Jahr auch wieder sehen. Wir würden uns freuen, euch zu sehen. Leute, wir haben im Februar Show Trainingslager. Trainingslager ist nicht weit weg. On three. One, two, three! Pause! Gib mir 5 Runde langsam hier und bringen wir an. Let's go! Altlandrat Lippert aus Tirschenreuth hat sich vor einiger Zeit gerühmt, dass sie durch eine verdammt raue See als Sanierungsvorstand die Sparkasse Tirschenreuth geführt haben oder gesteuert haben. Inzwischen steht die Sparkasse in Nordoberpfalz fusioniert mit einem relativ guten Ergebnis da. Insgesamt ist es immer nur ein relativ kleines Bankhaus, wenn man die regionalen Vergleiche macht. Also man hat der neue Landrat Grillmeier jetzt mal so ein bisschen mit dem Zaunfall gewunken und gesagt, die Genossenschaftsbanken hätten es vorgemacht. Bilanzsumme von 4-5 Milliarden wäre inzwischen Standard. Welche Fusion werden wir noch erleben hier in der Region? Und vielleicht muss man da 2-3 Aspekte jetzt kurz ansprechen. Der eine ist, bestimmte Größenordnungen lassen Skaleneffekte zulassen, leichteren Umgang mit regulatorischen Anforderungen zu und auch im Prozess arbeiten zu. Das ist richtig. Das Zweite, was dabei ist, die Entscheidung über Größenstrukturen, die trifft unser Träger, die trifft die Politik. Und wenn hier eine Einigkeit da ist, dann werden Größenordnungen entstehen, wie auch immer die dann definiert sind. Und der dritte Aspekt, und der kommt mir momentan bei meiner Abschlussrunde immer wieder entgegen, aus der Wirtschaft, aus den Entscheidergremien, die sagen, bitte achtet uns bei eurer Weiterentwicklung, egal wie die sein wird, auf ein Momentum. Befasst euch nicht über Jahre mit euch selber, sondern wenn Strukturen entstehen, dann bitte schnell, sag ich, und am besten dann so, dass das wieder perspektivisch über längeren Zeit tragfähig ist. Also insofern Entscheidung in der Politik. Die Häuser oder das Haus wird es umsetzen, aber auch dann bitte die Rahmenbedingungen mit berücksichtigen. Wirtschaft wächst dynamisch, wir haben eine wunderbar prosperierende Region, der werden wir gerecht, der muss man aber insgesamt gerecht werden. Und wir dürfen das begleiten und wir werden es auch weiterhin begleiten. Und es gibt aber über diese Größenordnung hinaus auch tolle Möglichkeiten über Konsortialgeschäfte, über befreundete Sparkassen, über Landesbanken, über viele, viele andere Dinge, um den Anspruch, den unsere Region hat, auch in der Dynamik mit begleiten zu können. Je größer die Einheit, desto weiter weg vom Kleinen kommen, besteht die Gefahr? Das ist eine Sache, die ein Haus organisieren muss. Und wenn ich jetzt auf die letzten 18 oder insgesamt 25 Jahre zurückblicke, dann war es mein Anspruch, auch als nicht für den Markt verantwortlicher Vorstand, draußen zu sein, beim Unternehmen zu sein, am Kunden zu sein und auch aus dem Anspruch heraus in die Veranstaltungen zu gehen, in die Gremien zu gehen, im Grunde genommen 24/7 Tag und Nacht für dieses Haus zu agieren. Damit kann man sehr, sehr viel an Verbundenheit, an Nähe, auch an Kompetenz in der Region darstellen und vermitteln. Und das zeigt den Erfolg des Hauses. Wir haben es geschafft, über diese Art und Weise uns hier so zu positionieren, wo wir heute sind. Ja, ich bin der Thomas Stock. Ich habe in Augsburg Schlagzeug studiert und war über 20 Jahre lang Lehrer an der Städtischen Musikschule. Beschäftige mich mit Jazz schon seit ewigen Zeiten. Und mit der Sparkasse arbeite ich seit über 20 Jahren zusammen an einer Großveranstaltung, dem Weidner Jazz Seminar. Ja, die Zusammenarbeit ist enorm wichtig für solche kulturellen Projekte, denn gerade Projekte in dieser Größenordnung, die tragen sich nie zu 100%. Und da ist es ganz wichtig, dass man auch Unterstützer findet. Frau Tissing, in Ihrer, ich glaube, inzwischen über 20-jährigen Amtszeit fiel auch die erste große Restaurierung des Klosters. Seit Jahrhunderten, denke ich, also ein langer Zeitraum.
mit, ich glaube, einem Volumen von ungefähr 40 Millionen Euro. Welche Rolle spielt bei so einer finanziellen Leistung auch die regionale Sparkasse, wie das Finanzinstitut, wenn es um Kredite geht? Also, wir haben die erste Generalsanierung seit der Barockzeit 95, 96 in die Wege geleitet und haben jetzt über 50 Millionen Euro investiert, wo wir immer etwa 10% pro Bauabschnitt, der sich in 800.000 ungefähr bewegt hat, bringen mussten. Was jetzt wenig klingt, aber auf die Gesamtmenge ist es doch sehr viel für eine kleine Gemeinschaft, die anfangs meiner Amtszeit überhaupt keine Einnahmen hatten. Wir mussten ja erst die Einnahmen aufbauen. Und ich muss sagen, dass also auch vorher Zitzmann die Zusammenarbeit mit der Sparkasse immer sehr gut war. Wir haben da einfach ein gutes Miteinander in der Region, also wir stehen zusammen, erlebt. In Herrn Zitzmann, muss ich sagen, war es persönlich, ich weiß noch gut, bei einem der ersten Empfänge unten im Kreuzgang, wo wir noch gar keinen Versammlungsfestraum hatten, haben wir uns an dem Abend, er und seine Frau, unterhalten. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war vom Bezirk eine Veranstaltung, die hier stattfand. Und da haben wir uns einfach unterhalten am Anschluss. Ja, und das war dann, wir haben uns einfach gut verstanden. Mhm. Ein gutes Miteinander. Und dann war die Sparkasse einfach immer wieder als Kreditgeber zum Helfen. Also ohne diese Hilfe hätten wir... Weil es ist ja so, bis du bauen kannst, musst du ja mindestens ein Jahr vorfinanzieren, bis die Zuschüsse überhaupt fließen. Und wenn man da dann nicht jemand wie eine Sparkasse hier oder auch Raiffeisenbank hat uns auch, aber in anderer Weise, vor allem auch im QBZ und Schule sehr unterstützt. Und Sparkasse war halt speziell die Baustellen. Und da sind wir schon sehr, sehr dankbar und ich hoffe auch, dass es so weitergeht. Also Herr Zitzmann war für unser Kloster schon auch auf freundschaftlicher Basis ein Partner. Ja. Stefan Siegler, für die 5 Leute, die dich noch nicht kennen in der nördlichen Oberpfalz, nochmal eine kurze Rekapitulation der Erfolgsgeschichte, so in 2 Etappen. Wenn ich mich richtig erinnere, der Vater Wilhelm hat dir das Unternehmen mit, ich glaube, ungefähr 200 Mitarbeitern übergeben. Ja. Der Holzausstoß oder die Holzverarbeitung war noch ein bisschen geringer. Er selber hat angefangen, glaube ich, mit 5 Mitarbeitern oder irgendwas in der Größe, oder eine kleine Landwirtschaft. Und dann kam der große Sprung mitten in der Wirtschaftskrise im zweiten Step, das du dann entwickelt hast. Ja, ich meine, begonnen haben wir eben, wie gesagt, ich habe damals das Sägewerk vom Vater übernommen. Und der erste große Step war einfach der Einstieg in die Logistik, also der Erwerb des Wiesa-Bahnhofs. Das war so der erste Wachstumsschub, den wir gehabt haben. Und dann habe ich einfach versucht, die Wertschöpfungskette im holzverarbeitenden Bereich zu vertiefen, indem dass ich Leimholz damit produziert habe und habe mich dann irgendwann dazu entschieden, in die Baubranche einzusteigen, und das ist da, wo wir eigentlich aktuell unser komplettes Know-how und Energie reinstecken, also in diesen Bauen der Zukunft. Also nicht mehr so, wenn man es eigentlich gewohnt ist aus der Vergangenheit, dass man auf eine Baustelle fährt und stellt dann da ein Gebäude her, sondern dass man wirklich industrielle Gebäude fertigt. Und das ist, glaube ich, die große Zukunft für unseren Holzbereich. Also Gebäude industriell fertigen und auf der Baustelle eigentlich bloß mehr bei Lego zusammensetzen. Stichwort Bahnhof Wiesau. Ich glaube, da kommt auch die Zusammenarbeit mit der Sparkasse her. Das ist, glaube ich, vom Herrn Zitzmann ein Angebot gewesen. Da wäre ja Bahnhof, war das nicht was für euch? Genau. Da haben wir damals einen Anruf gekriegt und dann hat er gesagt, pass auf, wir haben ja einen Bahnhof für euch, der müsste doch für euch gut passen. Und dann haben wir gedacht, puh, was machst du eigentlich mit einem Bahnhof? Und dann haben wir sich halt mal mein Vater und ich hingesetzt und mal in Ruhe darüber nachgedacht, macht das Sinn? Wir sind natürlich auch aus der Wirtschaftskrise gerade erst rausgekommen, da wieder ein neues Projekt zu beginnen.
wo in der Anfangszeit immer dachte, weiß nicht, ob wir es machen sollen. Und dann haben wir aber gesehen, dass diese Logistikkette und der Bahnhof durch nachhaltigen Transport so eine Zukunft vor sich hat, dass wir gesagt haben, wir probieren es und erwerben den Bahnhof. Und deswegen war uns für die wichtigsten Investitionen für den heutigen Wachstum, wo wir sind. Weil du hast ja immer verschiedene Bausteine in einem Unternehmen und davon ist einfach die Supply Chain Kette, wo du die Lieferketten optimierst und du kannst halt viel Geld auch gut machen, indem dass du deine Logistikkette einfach verbesserst. Ihr Amtsantritt 2008 fiel zusammen mit der Banken- und Finanzkrise. Es war nicht die letzte, wird nicht die letzte gewesen sein. Was haben Sie für Schlussfolgerungen aus dieser Krise gezogen? Es waren schwierige Zeiten, ja. Und es war wirklich nicht die einzige. Die Schlussfolgerung, die generelle ist, Kundengeschäft ist unsere originäre Aufgabe. Wir sind für die Kunden, für die Region da. Also sind wir auch schon davor und danach, nach dieser Krise, immer mehr. Und das prägt unser Geschäft bis heute im Kundengeschäft drin. Also wir sind auf der unternehmerischen Seite, wir sind auf der Geldanlagenseite, wir sind auf der Kreditseite, in den Baufinanzierungen immer fokussiert auf die Kundenseite. Und damit habe ich ja keinerlei Notwendigkeiten, in einem überdimensionierten Maß mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Klar ist das aufwendiger, klar brauche ich mehr Kapazität, weil es ja filigraner strukturiert ist und zum Teil ein Stück aufwendiger. Aber das ist ein Geschäftsmodell, das trägt und das insbesondere dann trägt, wenn die See draußen richtig rau ist, weil dann kann ich mich auf meine Region fokussieren, kann hier dazu beitragen, dass die Region sich stabil, dynamisch weiterentwickelt. Das war eine dieser Erkenntnisse. Und dann die andere Erkenntnisse, sich nicht extrem irgendwohin positionieren. Also sei es in Eigenanlagen, sei es in Zinsrisiken, sei es über lange Laufzeiten, was auch immer, sondern die Sparkasse so in der goldenen Mitte zu halten, vielleicht manchmal auf den Verzicht von dem ein oder anderen Euro-Ertrag auf der einen Seite, aber so stabil durchzusteuern, dass egal wie rau die See wird, dieses Schiff stabil liegt. Und das haben wir erreicht. 2018 hat mein lieber Kollege Clemens Füttrer getitelt, die erste digitale Bankfiliale steht in Weiden. Ein Zukunftsforscher hat gesagt, mit etwas Bewunderung und Verwunderung gleichzeitig, die steht nicht in Silicon Valley, die steht nicht in London am Marktplatz, sondern sie steht in der Oberpfalz. Sie haben es mit angeregt, dass sie im E-House stattfindet. Wie hat sich die inzwischen entwickelt? Mittlerweile ist es ja fast Standard. Also auch hier waren wir der Zeit ein Stück voraus. Wir haben 2014 damit losgelegt, haben 2014 das nicht nur mal hier im Haus ausprobiert, sondern bereits live mit Kunden, damals mit 3.500 Kunden zwischenzeitlich. Und das war eine unglaubliche Dynamik. Es sind Kolleginnen und Kollegen in Geschäftsstellen auf uns zugekommen, Leute wollen wir auch haben. Das sind die Baufinanzierer, die Versicherer, auch die Private Banker, Firmenkundenchef wollen wir auch haben. Und das war so ein sich selbst beschleunigender Prozess im Haus. Und dann kam die nächste Welle, mit der habe ich gerechnet, aber dass sie so dynamisch wird, das war dann doch zu unserer meiner Freude. Plötzlich waren Nachbarsparkassen, große Häuser, und da waren die größten Bayerns dabei, die sich für uns interessiert haben, für diese Art der Beratung interessiert haben. Und gesagt haben, wollen wir haben, könnt ihr uns schulen, coachen, wie geht das, mit welchen Systemen arbeitet ihr, wie macht man das handwerklich? Das war eine Geschichte. Dass ich das dann an der OTH in dem Gebäude manifestieren konnte, mit der Asset On, mit diesem Innovation, mit dieser innovativen Idee, das war der Interaktion mit der OTH, mit den damaligen Lehrstuhlinhabern, auch geschuldet, weil wir mit der OTH, mit Professor Andrustetter damals, diese Dinge entwickelt haben. Wir hatten Befragungen, wir hatten Studenten dabei, wir hatten angehende Ingenieure dabei. In dieser Interaktion ist das alles entstanden, aber klar getrieben ein Stück weit durch die Ideen, die ich damit ins Haus brachte. Und wie gesagt, liebe Leute, wir müssen schauen, dass wir über die Medien die Beratung an unsere Kundinnen und Kunden bringen, egal wo die leben, arbeiten oder gerade sich aufhalten. Während viele oder einige in der Arbeitswelt, im Berufsleben sich so peu à peu in den Ruhestand verabschieden und es so langsam ausklingen lassen,
ist Ludwig Zitzmann genau das Gegenteil und das beste Beispiel dafür, dass man es bis zur letzten Sekunde anpacken kann und Dinge anschieben kann und Sachen auch entsprechend verändert und in seinem Sinne zukunftsfähig so aufstellt, dass es auch so weitergeht, wie du dir das, lieber Ludwig, vorgestellt hast. Und das zeichnet dich aus. Du hast dich nicht aufs alten Teil zurückgezogen, schon im aktiven Dienst, sondern hast hier weiter gestaltet. Und ja, wir haben morgen die große offizielle Verabschiedung und da werden wir mit Sicherheit noch einiges hören. Aber wenn du heute Bilanz ziehst, ich glaube, dann kannst du voller Stolz auf dein Wirken hier in der Sparkasse Oberpfalz-Nord zurückblicken. Die Sparkasse Oberpfalz-Nord ist für die Stadt Weiden immer ein wichtiger und sehr verlässlicher Kooperationspartner gewesen und viele Gebäudlichkeiten und viele Unternehmen, die sich hier in Weiden und auch in der ganzen Region befinden, haben mit der Sparkasse Oberpfalz-Nord Geschäftsbeziehungen und die Gebäude würden heute nicht so dastehen und als Highlights und Eyecatcher auch dienen, wenn es nicht die finanzielle und professionelle Unterstützung und Begleitung unserer Finanzexpertinnen und Experten der Sparkasse Oberpfalz-Nord gegeben hätte. Und darüber hinaus ist es für die Sparkasse eine Selbstverständlichkeit, auch Sport und Kultur und das Vereinsleben nachhaltig zu begleiten, zu unterstützen und immer wieder finanziell unter die Arme zu greifen. Und das ist, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit und ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal hier coram publico bedanken für dieses soziale Engagement unserer Sparkasse Oberpfalz-Nord, wo man wirklich etwas tun kann. Sie haben die Weinstellung für die Nachfolge, ich vermute jetzt mal mit einem lachenden und einem weinenden Auge, selbst mitgestalten können. Wenn man so einen Prozess mit evaluiert, welche Kompetenzen braucht denn der neue starke Mann, wie wir inzwischen wissen, aus Aachen, um die Sparkasse in eine goldene Zukunft zu führen? Also wir haben ja hier eine doppelte Entscheidung. Wir haben ja einerseits Hans-Jörg Schön, der jetzt über 8 Jahre unmittelbar mit mir hier agiert hat, als Vorstandsmitglied zuständig für den Markt, der die Region kennt, der das Kundengeschäft kennt, der sehr, sehr viele Dinge auch mit mir in der Vergangenheit seit 2008 hier entwickelt hat. Also wir haben hier eine tragende Säule aus dem Haus heraus, ein bekanntes Gesicht mit unglaublicher Erfahrung, unglaublicher Struktur und auch Prozessorientierung. Und wir brauchen ja 2 Vorstände, neben dem Vorstandsvorsitzenden, das ist Hans-Jörg Schön, auch Vorstandsmitglied. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir mit Dr. Heine jemand an Bord haben, der aufgrund seines Vorlebens, seiner beruflichen Qualifikation Dinge mitbringt, die uns in der prozessualen, strukturellen Weiterentwicklung sehr, sehr gut helfen können. Gleichzeitig ist er noch im Privatkundengeschäft sehr tief verwurzelt. Also da haben wir eine ideale Ergänzung von 2 tollen Menschen, die miteinander ein ganz tolles Team sind. Und ich bin überzeugt davon, dass die Sparkasse in die Zukunft tragen können. Wo ich sage, ja, Respekt. Und wenn wir mal in 5 oder 7 Jahren zurückblicken, wenn wir zur Erkenntnis kommen, alle beide, das war die richtige Entscheidung, das ist das richtige Team. Bringt das Haus hier und bringt die Region hier wirklich weiter.